Borussia Dortmund hat am Montag die Saisonvorbereitung wieder aufgenommen. Bevor der neue Trainer Edin Terzic am Mittwoch allerdings mit der Mannschaft das erste Mal trainiert, steht die obligatorische Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Und einer, der die verfolgt hat heute für uns, ist Kevin Pinne und der liegt für uns in Brakel auf der Lauer. Hallo Kevin, ich grüße dich. Hallo Cedric. Du bist schon seit den frühen Morgenstunden in Brakel. Bei welchen Borussen hat denn der Wecker ähnlich früh geklingelt wie bei dir? Ja, eigentlich für alle. Also 8 Uhr war er heute auf Galopp zur Leistungsdiagnostik. Edin Terzic seit heute ja dann auch offiziell im Amt und hat dann früh heute eben zum Training gebeten. Und der Erste, der da war, war Marius Wolf. 7.43 Uhr ist er vorgefahren in einem neuen Sportwagen, wie wir feststellen konnten. Und dann trudelten die anderen Spieler so nach und nach ein. Edin Terzic kam dann kurz vor 8 und dann ging es hier los mit den entsprechenden Fitnesschecks und Untersuchungen. Ja, wir haben gerade schon gesagt, es sind die Leistungsdiagnostiken, die über 2 Tage jetzt anstehen. Was heißt das eigentlich? Was steht da heute und morgen für die BVB-Profis auf dem Programm? Ja, ist immer so ein großer, weiter Begriff, den man eigentlich so gar nicht richtig fassen kann, aber das umfasst unfassbar viel. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man schon daran denkt, dass das über 2 Tage geht. Wird da extrem viel gemacht, um mal so einen kleinen Einblick zu geben. Es sind natürlich ganz klassische Fitnessübungen. Da geht es um Schnelligkeit, da geht es um Ausdauer. Die ganz alte Laktatuntersuchung, die kennen wahrscheinlich noch viele Sportler. Die wird natürlich auch durchgeführt, aber man geht dann auch noch viele Schritte weiter. Also die Spieler werden hier zum Augenarzt gebracht, zum Zahnarzt. Also es ist eine ganzheitliche Analyse der Spieler, um dann eben festzustellen, ja, welcher Spieler ist auf welchem Level, wie kann man das Training in den kommenden Wochen steuern, wer braucht in gewissen Bereichen vielleicht noch individuelle Einheiten, um da ein bisschen nachzubessern. Also das ist schon eine sehr komplexe Sache, die dann auch noch fortgesetzt wird mit Untersuchungen an der Technischen Universität Dortmund. Da wird dann extern nochmal alles zum Thema Kraft untersucht. Da geht es um Sprungkraft, um Sprungschnelligkeit, um Explosivität. Also ja, wie schon gesagt, ist eine extrem anstrengende Sache, glaube ich, für die Spieler und sehr, sehr wichtig, auch vor allem für die Verantwortlichen rund um Edin Terzic, um da so einen Gesamtüberblick über alle Spieler zu bekommen. Du hast gerade schon gesagt, Marius Wolf war der Erste, der in Brakel vorgefahren ist. Wer ist ihm denn noch gefolgt? Wen hat Edin Terzic zum jetzigen Zeitpunkt der Saisonvorbereitung zur Verfügung? Ja, eigentlich sind es alle, die nicht verletzt sind oder nicht zuletzt bei der Nationalmannschaft gespielt haben. Also alle Spieler, die bei der Nations League im Einsatz waren oder auch noch die Neuzugänge wie Sebastian Haller, die sind natürlich heute noch nicht dabei. Die steigen erst am 8. 9. Juli in die Vorbereitung ein. Ansonsten gibt es noch einen, den wir heute vermisst haben. Das ist Giovanni Reyna. Da haben wir gestern Abend schon erfahren, dass der US-Amerikaner noch nicht ganz so weit ist, dass er hier direkt wieder in die Vorbereitung einsteigen kann. Deswegen wird er noch etwas weiter Zeit brauchen, um dann wieder voll einsteigen zu können. Und ansonsten, Youssoufa Moukoko war da, Daniel Malen war da, Mats Hummels, also eigentlich alle, die man dann hier heute auch erwartet hat. Das heißt, die Gruppe, mit der Edin Terzic jetzt arbeitet, ist noch relativ klein. Und um die aufzufüllen, wird er sich ein bisschen Verstärkung holen aus den eigenen Reihen. Kannst du uns, Saros, dazu ein bisschen was verraten? Ja, genau. Die Gruppe umfasst so ungefähr 13, 14 Spiele aktuell. Nur ein Torwart mit Alexander Meyer, weil Gregor Kobel ja noch im Urlaub weilt. Die anderen trainieren aktuell bei der U23. Und genau dort wird sich Edin Terzic dann auch in den kommenden Tagen bedienen. Also wir haben heute schon einige Jugend- und auch U23-Spieler hier gesehen. Dazu zählt natürlich Tom Rothe, der ja auch aufgerückt ist in den Profikader, genauso wie Leon Semic. Dann ist aber auch ein Bradley Fink dabei. Das gleiche gilt für Namdi Collins und Göktan Göpitz. Die beiden sind ja auch schon mit dem Profivertrag ausgestattet. Und auch Prinz Anning, der Neuzugang, den man ja eigentlich für die U23 verpflichtet hat, wird die ersten Tage hier bei den Profis absolvieren. Und es sieht auch danach aus, dass die Jungs dann auch bei den ersten Testspielen beim Lüner SV und dann bei Dynamo Dresden auch zum Einsatz kommen, weil mit den 14, die Edin Terzic zur Verfügung hat, 2 Spiele zu absolvieren, das wird ein bisschen knapp. Ab wann wird Edin Terzic denn, sagen wir mal, mit dem Gros des Kaders, der ihm eigentlich zur Verfügung steht, wird arbeiten können in dieser Vorbereitung? Ja, habe ich gerade schon mal kurz erwähnt. Am 8. 9. Juni werden die Nationalspieler zurückerwartet. Die starten dann natürlich auch wieder, so wie heute, mit einer Leistungsdiagnostik. Die geht dann auch über 2 Tage für die Spieler. Und dann ist es ja schon gar nicht mehr lang, bis es dann auch ins Trainingslager geht. Also die werden an diesem Wochenende 8. 9. einsteigen. Dann werden sie auch die ersten Einheiten, sofern der Fitnesszustand es zulässt, die ersten Einheiten mit der Mannschaft machen, voll einsteigen und voll integriert werden, sollen sie dann eben im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz. Das war ja in den vergangenen Jahren schon immer so ein bisschen schwierig. Daniel Malen ist ja in der vergangenen Saison zum Beispiel erst dort angereist. Diesmal durch die frühen Transfers, durch die frühen Verpflichtungen von Sebastian Kehl und Borussia Dortmund hat man es da eben geschafft, die Neuzugänge früh möglichst dann auch einbinden zu können. Und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt dann ab dem Wochenende 8. 9.
Auch wenn jetzt noch nicht ganz so viele Borussen und BVB-Profis da sind, ist schon sowas wie eine Vorfreude zu spüren. Nimmst du da was wahr jetzt, wo es wieder auf die Saisonvorbereitung losgeht? Ja, Mats Hummels fuhr vor und sagte, schön wieder hier zu sein zum Ordner. Also ich glaube, der hat Bock auf die neue Saison. Alle sehen recht happy aus, sind, glaube ich, froh, dass es wieder losgeht. Und auch die Fans, man sieht es ja im Hintergrund, die ersten sitzen schon wieder hier und stehen am Straßenrand und warten auf die ersten Autogramme und Fotos. Also auch die Fans können es nicht abwarten, dass es endlich losgeht. Und Sebastian Kehl hat es gestern auch nochmal gesagt im Gespräch mit uns. Also die Vorfreude ist natürlich super groß auf die neue Saison, gerade weil man ja auch jetzt einiges verändert hat, sowohl im Kader, also in der eigentlichen Mannschaft, als auch im ganzen Team dahinter mit neuen Trainer, mit neuem Co-Trainer, dann aber auch mit einem neuen Athletiktrainer. Es gibt einen neuen Scout und alles drumherum. Also da ist viel passiert bei Borussia Dortmund und deswegen freut man sich jetzt, glaube ich, einfach, dass es endlich wieder losgeht. Also es ist viel in Bewegung und die Fans freuen sich. Ein bisschen müssen sie sich noch gedulden bis zur Saisonauftakt. An dieser Stelle erst einmal vielen Dank für den Moment an Kevin Pinnow. Gerne.